Einen wunderschönen guten Tag und damit herzlich willkommen zurück in unserem Safari-Park. Ja, wir sind hier gerade im Beobachtungsturm und schauen unser T-Rex-Gehege an, was wir beim letzten Mal gebaut haben. Ich finde, es ist wirklich sehr, sehr schön geworden und ihr findet das auch. Also ich habe die Kommentare gelesen, ihr seid wirklich auch begeistert und das freut mich. Das macht mir noch viel, viel mehr Motivation und Spaß, hier weiterzubauen. Und da ist er auch schon, unser kleiner Rexy. Und genau für den habt ihr wirklich etliche Namensvorschläge in den Chat geschrieben. Jetzt fängt es an zu regnen. Ich habe mich letztendlich für einen entschieden, den ich sehr gut und sehr passend finde. Und zwar ist das Schafzahn. Den hat Giant Creatures Channel in die Kommentare geschrieben. Ich habe gerade Chat gesagt, glaube ich, ne? Na, ist ja auch egal. Und auf jeden Fall, für den Namen habe ich mich entschieden. Den finde ich sehr schön. Ist aus der Serie In einem Land. War das eine Serie? Nee, das war eine Filmreihe, glaube ich, ne? Wow, da legt er sich schlafen. In einem Land vor unserer Zeit habe ich früher als Kind sehr, sehr gerne geguckt. Und deswegen finde ich, Schafzahn ist wirklich ein sehr guter Name. Vielen, vielen Dank, aber auch an die anderen, die die Namensvorschläge reingeschrieben haben. Es waren wirklich etliche dabei. Und die waren alle sehr, sehr schön. Ich habe sie mir alle durchgelesen. Ich würde sagen, wir stören jetzt unseren Rexy hier nicht weiter. Und werden jetzt weiterbauen. Und wir müssen jetzt mal eben schauen, wie weit wir hier sind. Wir haben ja beim letzten Mal hier diesen Bereich gebaut. Und haben noch sehr, sehr viel Platz vor uns. Wir sehen das wieder sehr, sehr schlecht, weil es gerade nebelig ist. Aber wir haben noch einiges an Strecke oder an Platz, was wir bebauen können. Und genau das werden wir jetzt tun. Wir werden jetzt erstmal den Weg hier weiterführen. Aber ich glaube, dafür muss ich erstmal wieder ein bisschen hier die Landschaft begradigen. So, meine Freunde, ich habe jetzt mal den Bereich vorbereitet, den wir heute bebauen werden. Und wir werden natürlich hier bei dem Weg, haben wir letztes Mal aufgehört, wo es hier hochgeht, den werden wir jetzt weiterbauen. Und wir werden uns so ein bisschen in Richtung Parkmitte begeben. Das heißt, wir werden so, oh, das hier müsste ungefähr die Parkmitte sein. Hier werden wir nämlich ein Innovationszentrum bauen, auch mit Dinosauriergehegen und so weiter. Also mal schauen, wie wir uns, was uns da so einfällt, Schönes. Ich will da was ganz Besonderes draus machen und ich hoffe, das wird mir auch gelingen. Aber wir schauen mal. Ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt an, hier zu bauen und führen jetzt erstmal diesen Weg hier weiter. Am besten schön geschwungen. Am Rande dieser Baumreihe entlang. Ich will auch gar nicht zu weit gehen, weil ich will erstmal gleich das Innovationszentrum bauen. Aber damit man das schon mal ungefähr sieht, wie das Ganze dann aussieht. Ich finde tatsächlich die Kurve jetzt hier nicht so gelungen. Das gefällt mir nicht so. Ja, ihr wisst ja, ich bin sehr pingelig. Aber viele von euch, vielen von euch gefällt das auch, dass ich so kleinlich bin. Aber viele stört das auch. Und dann platzieren wir jetzt erstmal das Innovationszentrum. Wie genau ich das platzieren möchte, das weiß ich noch gar nicht. Auch nicht, welche Richtung und ja, der Ort müsste ungefähr, na, ich glaube, das müsste schon ganz gut hinkommen hier mit der Mitte des Parks. Ich hoffe, es muss ja auch im Endeffekt nicht ganz mittig sein. Hauptsache ungefähr in der Mitte. Und ich würde sagen, wir platzieren das jetzt erstmal. Und dann schauen wir mal, ob das Ganze so passt oder ob ich das nochmal versetzen muss. Ich hoffe nicht. Platziere es mal. Ein bisschen drehen. Ich muss mal eben da oben schauen. Nee, die Richtung ist schon gut so. Ich platziere es mal so. So. Jetzt ist natürlich der Klassiker. Hier sind ja 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wege. Alle 6 Wege davon abgehen zu lassen. Aber genau da will ich mir nämlich was einfallen lassen, dass wir es ein bisschen besonderer machen und anders als die anderen. Und ich habe da auch schon eine Idee, aber dafür müssen wir jetzt trotzdem erstmal alle Wege einmal abzeichnen hier in dem Innovationszentrum. Warum ich das jetzt mache, werdet ihr gleich sehen. So, die Frage ist jetzt, ah, das wird noch nicht reichen vom Platz. Wir müssen jetzt hier nochmal ein Stückchen die Wege länger ziehen, aber das muss gleichmäßig sein, das ist ganz wichtig. Das heißt, wir orientieren uns mal eben an diesen Strichen, wenn man die Wege zieht. Wir machen mal bis zum, ist das jetzt? Erster, zweiter, dritter. Ihr seht ja diese gestrichelte Linie, daran orientiere ich mich gerade. So, das könnte reichen. Dann machen wir das mal eben überall.
So, jetzt haben wir ein wunderschönes. Ja, tatsächlich ist das Ding gar nicht ganz rund. Wir müssen mal schauen, wie wir das gleich am besten machen. Ich wollte gerade sagen, ein wunderschönes Kreismuster, aber ja, wie gesagt, das Ding ist nicht ganz rund. Ich will jetzt auf jeden Fall so, ja, einen Kreis drumherum hinbekommen, um dieses ganze Ding in diesem Abstand hier. Aber das wird wahrscheinlich auch gar nicht mal so einfach werden. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dicken Wegen an, kleine Kreise zu ziehen. Machen das dann noch etwas größer. Und dann kann man ganz gut den Abstand sehen und dann bleibt das ungefähr gerade. So. Machen wir noch einen größer. Das kann man jetzt auch echt nur nach Augenmaß machen, aber das macht ja gar nichts. Das ist halb so wild. Es muss am Ende gar nicht ganz perfekt sein. Aber ich glaube, das habe ich jetzt ganz gut hinbekommen. Und jetzt können wir nämlich hier schon mal entfernen. Den werde ich auch gleich noch entfernen. Den lasse ich mal noch zur Orientierung. Im Endeffekt ist der Weg, der jetzt gleich bleibt, nur dieser hier. Und das Ganze werde ich jetzt nochmal hier bei den anderen Dingern eben wiederholen. Ich habe das Ganze jetzt mal einmal rundum um das Gebäude herumgezogen. Ihr seht, hier oben muss ich jetzt schon mal ganz viele Wege wieder entfernen. Die sind im Endeffekt alle unwichtig. So, die können alle weg. Der hier kann tatsächlich auch weg. Den grauen Punkt da, den werden wir auch gleich noch loswerden. Machen wir mal eben alles weg. Ah nein, das wollte ich nicht. Das ist ja kein Problem, das kriegen wir hin. So, der hintere Weg kann bleiben. Ich zoome mal lieber ein bisschen ran. Ihr seht, das ist sehr ungenau, also muss man echt vorsichtig sein. Dieses Zeichentool. So. Das weg. Tatsächlich ist das hier vorne nicht ganz perfekt geworden. Wie ihr seht, also vom Winkel her. Wie ich das gleich lösen werde, das weiß ich noch nicht ganz genau. Aber im Endeffekt will ich, glaube ich, erstmal. Warte mal, wir müssen jetzt mal eben schauen. Ich glaube, ich muss das doch nochmal eben überarbeiten, weil das kann ich im Nachhinein nämlich nicht mehr ändern. Bin ich mir ziemlich sicher. Das hat jetzt im Endeffekt doch länger gedauert, als ich erwartet hatte. Aber ich glaube, ich habe es jetzt einigermaßen hinbekommen. Und für euch ergibt das wahrscheinlich alles noch gar keinen Sinn. Ihr wisst ja nicht, was ich vorhabe. Und ich weiß auch nicht, ob das gut aussehen wird, was ich vorhabe. Ich mache aber auf jeden Fall erstmal hiermit alle Wege zu kleinen Wegen, zumindest die außen sind. Wir sollten jetzt eigentlich einen einigermaßen guten Kreis haben. Wieso haben wir denn jetzt hier so eine Lücke drin? Egal, das soll uns jetzt nicht aufhalten. Aber ich glaube, es ist relativ rund. Also es sieht auf jeden Fall ganz okay aus. Und den Weg machen wir mal eben dick. Ah, das ist gut. Das ist auch sehr gut. Und jetzt ist ja normalerweise hier noch diese Ausgänge. Die möchte ich nämlich etwas anders handhaben. Ich weiß gar nicht, ob die Größe. Doch, die Größe ist, glaube ich, ganz gut. Muss ich das mal eben machen? So, ein. Auch ein. Jetzt frage ich mich, ich mache das mal eben so. Dann ersetzen. Und so. Oh ja, das sieht nice aus. Cool. Und zwar kann man dann hier vorne durch den Haupteingang in das Innovationszentrum reingehen. Hinten kann man natürlich wieder rausgehen und innen drinne kann man dann rein theoretisch eine der anderen vier Türen hier an der Seite benutzen, um dann hier auf so eine kleine Plattform zu kommen. Und hier in diesem Bereich möchte ich ein Gehege bauen und auf der anderen Seite genauso. Das heißt, man kann entweder hier außen rumlaufen um das Gehege oder von hier innen drin rauslaufen und dann nochmal einen richtig schönen Blick auf das Gehege erhaschen. Und ich denke mal, das könnte ganz cool aussehen. Ich werde das Ganze jetzt mal mit Zäunen schon mal so umranden und sowas. Und dann würde ich sagen, bringe ich euch zurück und dann schauen wir mal, wie das Ganze dann im Endeffekt aussieht. Bin da sehr gespannt, ob das überhaupt schön aussehen wird oder nicht. Aber wir lassen uns mal überraschen. Also, außenrum habe ich jetzt schon mal den ersten Zaun soweit fertig. Und den inneren Teil, den kniffligen Teil, den möchte ich jetzt mit euch gemeinsam machen. Ich hoffe, das wird nicht allzu lange dauern. Mal schauen. Ich bin aber mittlerweile ganz gut schon mit den Zäunen.
Würde ich vielleicht jetzt nicht sagen sollen. Jetzt wird es wahrscheinlich ewig dauern. Aber wir gucken mal, dass wir das hier einigermaßen schön drumherum gedingst bekommen. Jetzt ist die Frage, wie machen wir das hier am besten? Gehen wir bis hierhin vor. Wenn wir das so machen. Und theoretisch könnten wir so machen. Ach nee, dann können wir hier. Vorne kriegen wir keinen Einrastpunkt, oder? Doch. Kriegen wir tatsächlich. Jetzt rein theoretisch hier einen haben. Hier fangen wir mal an und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir einigermaßen gleichmäßig am Weg entlang bauen. Oh, das sieht schon ganz gut aus. Ja, das passt. Perfekt. So, jetzt müssen wir hier nochmal eben schauen. Nicht zu weit weg. So ist gut. Jetzt sind wir dran. Das ist zu weit weg. Ich versuche halt immer ungefähr den gleichen Abstand zu haben, aber das passt schon so. Na komm schon. Hat hier echt blöde Einrastpunkte. Boah, das nervt richtig. Wir machen das mal von der anderen Seite. Vielleicht hilft uns das. So, gehen wir ungefähr in den gleichen Punkt hier. So. Versuchen dann wieder die Kurve schön zu bekommen. Nicht einrasten. Ich denke, das passt schon fast. Boah, wenn jetzt hier nicht diese blöden Einrastpunkte wären, ne? Ein bisschen geschwungen muss er schon machen. Ach, guck mal, Leute, das geht doch, oder? Ich denke, das geht klar. Ja, das ist ungefähr gleichmäßig. Jetzt müssen wir nochmal eben gucken, wie wir das hier machen. Das jetzt. Das geht natürlich nicht. So. Oh, das sieht nice aus. Das gefällt mir. Dann müssen wir hier das Stück nochmal eben ziehen. So, perfekt. Damit haben wir das Gehege hier fertig. Es wird auch schon dunkel, wie ihr seht. Schauen wir eben von der Größe. Boah. Das ist schon ganz ordentlich, denke ich. Also da kann man definitiv gute Dinos unterbringen. Die Frage ist nur, wie wir das im Endeffekt dann aussehen. Ich würde sagen, wir gestalten jetzt erstmal das Gehege ein wenig. Und zwar ein bisschen mit Wasser. Die Frage ist nur, wohin machen wir das Wasser? Machen wir das in die Mitte? Machen wir das in den vorderen Bereich? Ich finde die Idee aber eigentlich gar nicht so schlecht mit diesem Außenbereich hier nochmal. Vielleicht könnte man auch nochmal so eine Aussichtskuppel oder so irgendwo hinbauen. Das ist auch nochmal eine Frage, aber die Dinger sind riesig. Schauen wir mal eben. Guckt euch mal an, wie groß die Dinger sind. Die sind ja wirklich gigantisch. Könnte aber rein theoretisch hier gegenüber. Wartet mal, machen wir mal eben. Oh Gott, wenn das mal nicht ein Fehler ist. Ich habe ja den Zaun noch. Bitte Leute, lasst das kein Fehler sein. Dass ich meine runde Dingens da nicht mehr gut hinbekomme. Das macht schon Sinn, ne? Hier so eine Aussichtskuppel hinzumachen, denke ich. Oh, die verzieht voll den Zaun, seht ihr das? Auf der rechten Seite sieht man das ganz gut. Das ist, weil das an so einer abgerundeten Stelle ist, aber es muss ungefähr gerade jetzt wieder sein. Das ist auch schon wieder gar nicht so einfach. Passt das so? Ich denke, das passt. Machen wir das mal. Und dann müssen wir den Weg rein theoretisch hier weiterführen. Das ist super krumm und schief, was ich hier gebaut habe, habe ich das Gefühl. Sieht voll komisch aus, oder? Die ganze Aussichtsplattform hier ist schief. Puh. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Aber eigentlich ist das schon nicht schlecht, so eine Plattform zu haben.
Wir gucken mal, wenn wir das Ganze hier ein bisschen gestaltet haben. Vielleicht können wir das ja am Ende sonst auch noch ein bisschen verbessern. Und kranker Dino sich gerade. Wen hat's denn erwischt? Hallo. Oh, der schläft, ich wollte schon sagen. Okay, der hat irgendein Virus sich eingefangen. Da schicken wir mal ganz kurz natürlich unser Ranger-Team los. Dann machen wir hier weiter. Wisst ihr was, Leute? Es wird mir gerade ein bisschen zu dunkel. Ich mach mal ganz kurz hier Nachtzyklus aus. Nur fürs Bauen eben. So, dann sehen wir jetzt auch ein bisschen was. Ey, das ist echt krumm und schief geworden hier, was ich gebaut habe. Eieieiei. Eieieiei. Gerade das Land angehoben durch das Wasser. Wie wäre das denn eigentlich so? Hier so das Wasser lang? Ohne einige Bäume. Dieser Seite auch einige Bäume. Hier nochmal so vereinzelt ein paar Bäume. Natürlich auch noch ein paar Büsche rein. Das wäre dann unser erstes Gehege sozusagen. Bin mir gerade echt noch unsicher, ob mir das gefällt oder nicht. Echt schwer zu sagen. Aber eigentlich... Also ich finde die Idee eigentlich ganz cool hier mit dem... Würdest du sagen, dass du hier rausgehen kannst, dann einmal gucken kannst und wieder reingehen kannst. Habe ich so zumindest bei niemandem bis jetzt gesehen. Deswegen fand ich die Idee cool. Was wir tatsächlich noch machen könnten, was mir gerade auffällt, um das Ganze ein bisschen belebter zu machen, wäre... Dafür müssen wir jetzt aber hier... Ich werde jetzt ja sowieso noch ganz viel mehr wieder verbauen, denke ich. Das geht gar nicht anders. Shit, shit, shit. Ich weiß echt nicht, ob das eine gute Idee ist, aber ich möchte halt einiges ausprobieren. Und zwar, dass wir hier den Weg etwas geschwungen machen. Würde dann ja auch ganz gut passen hier mit dem. Ja, jetzt gibt mir den Einrasspunkt. So. Ich glaube, ich werde den Weg dann andersfarben machen. Müssen jetzt nur mal einmal ganz kurz hier so machen. Damit das oben drüber ist. Ach, das. Nee, ist es gar nicht. Frech. Der Weg immer oben drüber. Das ist nicht gut. So, meine Freunde, ich habe das Ganze jetzt gelöst gekriegt hier. Ihr seht, jetzt ist hier so eine kleine Kurve drinne und dadurch wirkt das alles ein wenig geschwungener hier. Und ja, das hier hinten habe ich natürlich auch nochmal ein bisschen angepasst. Also das gefällt mir jetzt auch ganz gut und ich denke, so können wir das Gehege auf jeden Fall lassen. Die Inneneinrichtung müssen wir natürlich gleich nochmal ein bisschen umändern. Ich denke mal, das Wasserbecken hier werde ich auch nochmal ein bisschen ändern. Aber an sich bin ich jetzt schon recht zufrieden damit. Ich finde die Idee eigentlich ganz cool. Ich hoffe, sie wird euch auch gefallen. Und jetzt gucken wir nochmal eben, wie wir das Gehege hier umgestalten, wie ich es dann im Endeffekt gerne haben möchte. Ich glaube, das ist mir zu viel Wasser tatsächlich. Aber eigentlich das Wasser hier an der Stelle zu haben, ist schon... Es muss ja eigentlich schon fast hier sein, weil hier sollen ja die Dinos hinkommen. Eigentlich ist die Idee gar nicht so dumm, weil das lockt die Dinos ja schön hier an den Rand. Ich weiß nicht, Vielleicht sollte ich es doch so lassen. Vielleicht noch ein bisschen natürlicher gestalten, so. Dass es nicht ganz so künstlich aussieht. So. Das finde ich gar nicht so schlecht. Und dann können wir anfangen, hier ein paar Bäumchen zu ziehen. Vielleicht sollten wir auch nicht so übertreiben mit den Bäumen. Man soll ja auch noch die Dinos sehen. Aber mehr ist mehr, ne? Okay. Ja, like that.
mir schon wieder zu viel. Vielleicht kriegen wir da ein paar weg. Machen wir hier doch nochmal ein paar mehr hin. Dass vorne und hinten ein bisschen waldiger ist. Und dann finde ich das gar nicht so schlecht, wenn ich das Ganze auf der anderen Seite auch noch mache. Natürlich möchte ich hier den Weg auch noch ändern. Der soll hier auch noch geschwungen werden. Hier auf der anderen Seite. Nur halt in die andere Richtung, logischerweise. Dann müssen wir mal gucken, dass wir das auch ungefähr gleichmäßig machen. Aber das sollte eigentlich sich nicht allzu schwierig erweisen, denke ich mal. So. Und dann geht es da hinten wieder raus. Das werde ich jetzt hier auch nochmal eben mit dem Zaun fixen und mit dem anderen Weg, weil das wird wahrscheinlich hier wieder nicht funktionieren. Doch, wird es tatsächlich. Also alles easy. Dann können wir das auch mal eben so machen. Dann könnt ihr eben dabei sein. Weil den Zaun hier zu fixen, das geht wirklich ruckzuck. Versuche ja immer echt für euch viel rauszuschneiden und so, damit das nicht alles so lange dauert. Aber ihr müsst mir auch in die Kommentare schreiben, wenn ich euch zu viel rausschneide. Ist tatsächlich schwer einzuschätzen, was ihr jetzt gerne sehen möchtet und was ihr gerne übersprungen hättet. Ah. Ich glaube, dieses Zäune setzen ist tatsächlich nicht immer so das mega spannendste. Deswegen macht das schon Sinn wahrscheinlich, dass... Oh. Ich dachte, jetzt kann ich mal eben easy machen, aber der Winkel war doof. Sehr doof. Machen wir lieber gerade. So. Das jetzt aus. Sieht eigentlich ganz cool aus. Also gefällt mir ganz gut. Und ich würde sagen, das Ganze wiederhole ich jetzt nochmal eben auf der anderen Seite. Et voilà. Schon haben wir auf der anderen Seite auch ein Gehege. Und ich würde sagen, wir suchen jetzt schöne Dinosaurier raus, die in diese beiden Gehege rein können. Ich würde fast sagen, dass wir auf die eine Seite Pflanzenfresser machen und auf die andere Fleischfresser. Was haltet ihr davon? Also ich denke, die Idee ist ganz gut. Ist vielleicht ein bisschen unrealistisch, dass Fleischfresser direkt so an den Wegrand können, weil wenn die Besucher da ihre Hände oder so durchstrecken. Aber ja, ganz realistisch muss das Ganze ja nicht sein. Ich finde das Ganze eigentlich mittlerweile ganz schön. Also wenn jetzt hier beide Gehege schon vollständig sind. Und natürlich müssen wir das hier hinten auch noch alles auskleiden und so weiter. Aber ich würde sagen, wir brüten jetzt erstmal eben die Dinosaurier, die da reinkommen. Und wir fangen am besten an mit... Erstmal brauchen wir Kapazität. So, wir fangen am besten an mit den Pflanzenfressern. Was könnten wir denn da reinmachen? So klein sind die Gehege nämlich nicht. Das geht eigentlich. Was könnten wir da reinmachen? Vielleicht ein paar Pachis. Gucken wir mal, was die für Anforderungen haben, sozial. Drei bis zehn, das ist schon mal gut. Sozial drei Stück. Vielleicht könnten wir drei Pachis machen. Und zwar machen wir das wie folgt. Ich würde sagen, wir machen zwei normale. Und dann machen wir noch ein etwas gemodifiziertes im Dschungelmuster gehen. Und das modifizieren wir natürlich jetzt noch ein bisschen, was die Werte angeht. Weil ich glaube, so müsste das das Alpha-Weibchen werden. Und dann ist sozusagen das Alpha-Tier andersfarben. Das finde ich eigentlich ganz cool. Was können wir da noch zu reinmachen? Also wir haben Pachis. Vielleicht könnten wir wirklich schon so einen kleinen, hier so einen Camarasaurus zum Beispiel. Oder Apatosaurus. Ich weiß gar nicht, welcher chilliger ist, was die... Die werden wahrscheinlich nicht glücklich sein, weil das Gehege zu klein ist. Da gehe ich mal ganz stark von aus. Wir setzen mal eben das gehen. Und dann schauen wir mal eben hier... Na, Stress ist das nicht. Hier ist das Habitat. Enger Raum 1.0. Oh, die haben echt... Boah. Die haben große Ansprüche und ich habe natürlich hier den ganzen Kram noch nicht erforscht hier mit dem Speicherstand. Das ist natürlich doof. Wir könnten es ausprobieren. Warte, wir gucken mal eben hier die Werte hier. Und beim Apatosaurus haben wir... Wo haben wir es? Da. Habitat. Der Apatosaurus ist tatsächlich
um einiges unstressiger, was das geht, angeht. Vielleicht könnten wir die mal ausprobieren. Wie viele braucht der? So, gucken wir nochmal im Sozial. 3 bis. Ich würde gern 2 Stück davon machen, dann hauen wir dieses Genom da noch rein. So, 2 Apatosaurus dazu. Ich hoffe, die vertragen sich soweit. Und vielleicht können wir dann noch irgendwie Sinoceratops oder so dazu machen. Mal schauen, ob das nicht zu eng wird. Ich würde sagen, wir setzen jetzt erstmal die 5 Dinos hier rein und dann schauen wir mal. In der Zeit, wo wir jetzt hier warten mit dem Ausbrüten, können wir auf jeden Fall anfangen, hier hinten schon mal etwas zu bauen, was da auf jeden Fall hin muss. Und zwar ist das eine Station hier für unsere Einschienenbahn. Und die, also ich möchte gerne hier noch eine haben tatsächlich. Und auch irgendwo hier hinten. Ich denke mal hier so. Oh, unsere Dinos sind schon fertig, aber das ist jetzt erstmal egal. Ich glaube, ich klatsche die einfach hier an den Rand, wenn das soweit passt. Nicht, ob das so die beste Idee ist. Könnten natürlich auch. Warte mal, wir könnten das so machen. Wir hauen die hier an den Wegesrand. So direkt dran. Und dann könnten wir hier so einen großen Bogen machen. Und dann sollte das erstmal passen. Und dann kann nämlich die andere Einschienenbahn dann, also hier die Einschienenbahn auf der Seite, hier dran vorbeifahren oder so. Ich denke, das ist eine gute Idee. Und hier unten soll nochmal ein Weg durchführen. Und hier muss auf jeden Fall noch ein Hotel hin und wieder ein paar Gästeattraktionen, so Restaurants und so weiter. Also das muss da auch definitiv hin. Aber ich würde sagen, wir lassen jetzt erstmal unsere Dinos frei. Und dann gucken wir mal. Oh. Für die Dinos könnt ihr auf jeden Fall auch wieder schöne Namen in den Chat. Ich sag immer Chat. In die Kommentare natürlich schreiben. Na, oh, auch sehr putzig. Und mit etwas Glück wähle ich dann euren Namen aus. Unsere ersten Dinosaurier für das erste Gehege befinden sich gerade im Landanflug. Und ich habe natürlich komplett vergessen, dass sie auch noch Futterspender rein müssen. Das wird platztechnisch ganz schön eng werden. Wo packen wir die denn hin? Soll ich die hier so an den Rand packen? Ach komm, das passt, denke ich. Und dann können die Gäste auch, wenn sie dann hier rauskommen, die ganz gut beobachten. Oh, das ist ganz cool. Das gefällt mir. Und auf der anderen Seite müssen natürlich Fleischfutterspender hin. Da müssen wir mal gucken, wo wir die hinpacken am besten. Vielleicht hier hin. Ach, das passt. Und der Ziegenfutterspender, der ist eigentlich ganz egal, weil die Ziegen, die laufen sowieso rum. Ach Mensch, jetzt ist das Wasser hier so zurückgegangen. Ah, das geht nicht anders. Aber macht an sich auch jetzt nichts aus irgendwie. Hier noch ein paar Bäumchen hin. So. Und dann passt das, denke ich. Das ist ganz cool. Gefällt mir gut. Und da sind unsere Pachis schon am Futtern. Ich habe mich übrigens noch für eine dritte Dinosaurierart entschieden in dem Pflanzenfressergehege. Und zwar 2 Sinaceratopsen. Die brüte ich ja auch schon aus. Aber ich würde sagen, ich bringe euch zurück, sobald alle Dinosaurier dann hier im Gehege angekommen sind. Und in der Zeit, wo die gleich rüber transportiert werden, möchte ich zusammen mit euch noch was bauen. Aber was genau, das erzähle ich euch gleich. So, da ist der letzte auch betäubt. Kann jetzt rüber. Ich habe wirklich das Befürchten, dass der Platz nicht ausreichen wird in dem Gehege. Ich meine, schaut euch das Gehege mal an. Das ist jetzt nicht allzu groß. Wenn wir mal als Vergleich das erste Gehege nehmen hier. Na gut, das ist schon doppelt so groß, ist es locker. Also wir werden sehen, werden sich wahrscheinlich nicht wohlfühlen. Wenn dem so ist, dann haben wir leider Pech gehabt. Aber mir ist aufgefallen, dass hier haben wir noch eine wirklich sehr freie Fläche und ich wüsste nicht, was wir sonst hier hin machen könnten. Also hier kann auf jeden Fall kein Gehege mehr hin. Das passt dann nicht. Und deshalb würde ich hier gerne noch ein bisschen ein Hotel auf jeden Fall bauen. Ich denke, das passt ganz gut in der Mitte des Parks. Das machen wir mal so hin. Und vielleicht noch
die ein oder andere Fressbude. Ist wahrscheinlich auch keine verkehrte Sache. Oder landen gerade die beiden? Im Synchron. Vorderes ist ein bisschen eher unten. Jetzt können wir mal schauen. Die werden sich ziemlich sicher nicht wohlfühlen. Aber wäre schon cool. Aber da sind sie gelandet. Erstmal meckern. Und die Geborgenheit. Ach, wie ist sie? Sie geht runter. Shit. Wald und Grasland reicht nicht aus. Eieiei. Hätte ich enger Raum, eine andere Modifikation, also eine bessere, dann hätte es mit Sicherheit gereicht. Das ist sehr ärgerlich, weil ich möchte keine unzufriedenen Saurier haben. Auch wenn die nicht ausbrechen würden, aber das ist trotzdem doof. Vielleicht wollen wir noch ein bisschen mehr Wald zeichnen. Und damit ist das Grasland dann zu niedrig. Ja, RIP. Also die Apatosauren gehen auf jeden Fall schon mal nicht. Dann müssen wir die wohl wieder loswerden. Geht nicht anders. Betäube ich die mal wieder. Und dann müssen wir uns vielleicht was anderes überlegen. Die Sinoceratopse, die fühlen sich aber 1A wohl. Und das finde ich auch gut so. Aber ich würde sagen, dann machen wir jetzt weiter mit unserem Fressbudenbau. Und den machen wir am besten. Die Fressbuden sind ganz schön groß. Könnten an sich Fressbuden einfach hier lang führen an dem Wegesrand. Warum nicht? Vielleicht gar keine schlechte Idee. So. Guck mal, wie das dann im Endeffekt aussieht. Der Restaurant muss auf jeden Fall auch noch hin. Oh, und dann wird es auch schon platztechnisch ganz schön eng. Sehe ich gerade. Aber wir können ja auf der anderen Seite auch noch was bauen. Und zwar machen wir... Was haben wir denn schon? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Die Bar kommt hier auf jeden Fall noch hin. Ist auf jeden Fall eine gute Sache. Dann können wir auf jeden Fall noch einen Souvenirladen machen. Die kann nie schaden. Kleiderladen. Direkt daneben. Und zu guter Letzt. Das haben wir noch nicht gemacht. Eine Spielhalle haben wir, glaube ich, auch noch nicht gemacht, ne? Nee. Eine Spielhalle. Und damit ist der Platz hier eigentlich auch schon ausgemerzt, so. So, meine Freunde, ich habe das Ganze hier nochmal ein bisschen verändert. Jetzt haben wir das Hotel etwas versteckt hinter Bäumen. Finde ich ganz cool. Sieht ganz nice aus. Und ich finde, der Übergang ist jetzt hier eigentlich ganz gut gelungen. Jetzt haben wir auch hier einige Fressbuden und andere schöne Sachen für die Besucher. Allerdings ist es natürlich mit den Apatosauren jetzt ein bisschen ärgerlich. Ich glaube, ich werde bis zum nächsten Mal einfach nochmal den engen Raum 3 gibt es, glaube ich, freispielen. Und dann können wir die Apatosauren dann in dem Gehege platzieren. Und dann sollte das Gehege echt cool sein. Ich hoffe, die Folge heute hat euch gefallen. Ich finde, das Ganze ist ganz cool geworden, was wir hier gebaut haben. Falls es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Falls ihr nichts mehr verpassen wollt, dürft ihr gerne abonnieren. Und natürlich gerne Namen für die 2 Sinoceratopse. Und für die 3... Wo sind sie denn? Ja, er kommt immer näher. Ach, da hinten sind sie. Da, ganz hinten sieht man sie ganz klein. Für die 3 Pachis bitte unten in die Kommentare. Und Leute, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Dandy.